Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Borderlands 3. Ist jetzt ein bisschen her, seitdem ich hier das letzte Mal aufgenommen habe. Heißt, ich muss mich ein bisschen reinfinden. Ich mache immer so ein paar Marathonaufnahmen, sag ich mal. Kinder der Kammer, wer ist bereit für unseren besonderen Livestream? Der Agonizer 9000 ist geölt und einsatzbereit. Wir haben heute ein geniales Vorprogramm für euch. Aber während ihr euch auf die große Kammer vorbereitet, hier ein Blick hinter die Kulissen mit unserem Star, Frevlerin Tennis. Du bist eine bekloppte Wissenschaftlerin aus dem All. Woran denkst du gerade? Oh, ich bewundere gerade die aufwendige Tötungsmaschine. Ich bin das zusammengeschaut, was ich das so gefällt. Die konfuse Abschreckung. Ach, das ist die Schrot, okay. Okay, da habe ich mich gerade selber weggesprengt. Ich nehme das hier immer so in Staffeln auf. Und dann habe ich manchmal auch keine Ahnung mehr, was für Waffen ich habe. Und die letzte Aufnahme ist jetzt bald 3 Wochen her. Ist da jetzt eben aus der Waffe getroppt oder war das im Blut? Herstellertyp, Seltenheit, Punkte. Was ist das für scheiß Musik hier im Hintergrund? Gefällt mir mal ganz und gar nicht. Wo ist meine Giftwaffe? Weiß, Gift. So. So viel habe ich noch nicht vergessen, dass Maschinen gegen Korrosion sehr schwach sind. So, dann stürmen wir mal hier weiter das Lager. Dass man die Musik von den Typen hier mal ausschalten kann.
Okay, der kann er sich ein bisschen erschrecken. Wie komme ich da jetzt rein? Hier drüben? Zeigt er mir einen Durchgang an? Ah, die Tür öffnet sich allein. Freund oder Feind? Sorry, Schätzchen. Kannst du das nochmal sagen? Bei meiner Brustmuskulatur. Das ist Sansi Karl. Sie moderiert die heißeste Banditen-Gameshow von Pandora. Oh, du musst gewinnen, damit sie sich unsterblich in mich verliebt. Tu es, tu es, tu es. Oh Mann, ist sie gruselig, oder was? Oh, ich liebe sie so sehr. Ich bin so verliebt. Ich will Babys mit ihr machen. Ich habe einen Plan, wie ich sie beeindrucke. Ich hacke mich in ihre Gameshow und ändere ein paar Dinge in bester Vaughn-Manier. Und keine Sorge, ich übersetze für dich, denn ich spreche banditisch. Und du nicht. Aha, okay. Dann wir haben aber jetzt, wenn ich es richtig sehe, noch ein Level up. Gehen wir mal hier rein. Irgendwo hier ist wieder Geheimnis. Ach nee, so ein Punkt. Ganz Pandora verfolgt. Ich hab mich in jedem Kackehaufen versteckt, aber irgendwann war klar, dass ich nicht ewig wegrennen konnte. Also habe ich ein gut zu verteidigendes Tal ausgesucht, voll saftiger Haufen, und war bereit für den letzten Kampf. Die hüpfen da gerade noch hin und her, okay. Wie viele sind es? Das war so ein Suizidtyp. Hau besser ab, sonst tust du dir noch weh. Fatal ist mein zweiter Vorname. Zane Fatal Flint. Schön ab, okay? Was für ein schöner Tag! Einer müsste da sein. Die Flammen! Ich bin der Druck! Mir läuft das Wasser im Mund zusammen! Ich hab dabei jetzt wieder eine Waffe fallen gelassen, oder täusche ich mich? Mit X lasse ich sie fallen, und warum mache ich das ab und zu? Komm doch gar nicht auf die X-Taste. Ach, da ist er. Wieder weg!
Als nächstes sind die Puzzle-Schwestern dran. Die beiden Fernsehlinge wollen unbedingt von Feuer spuckenden Spider-Man gejagt. Also haben die Terror gesagt, hey, es ist unsere Pflicht, ihnen diesen Traum zu erfüllen. Und genau das werden wir tun. Lass die Spider-Man frei! Kommt schon her, Bruder! Ja, mach mich zu! Alter, diese Spider-Rats töten echt gerne Menschen. Ich kann sie verstehen. Echt jetzt. Zartes Fleisch, kein Exoskelett, langsame Fahrbewegung. Zum Anbeißen, oder? Oh, eine Puzzle-Schwester ist schon gefallen und... Ah, jetzt die zweite. Der Magma-Atem hat ihr den Rest gegeben. Terror, in solchen Momenten denke ich, dass wir den coolsten Job der Welt haben. Leute, ihr habt noch Zeit, Iridium zu spenden. Die große Kammer ruft euch. Komm zu Bacca! Die Kammern gehört uns! Ich habe das Spiel irgendwie vermisst. Auch wenn mein PC dafür langsam zu alt wird. Aber er nicht mehr genug Leistung hat, aber es ist immer noch ein geiles Spiel. So, da kommen sie wahrscheinlich gleich wieder. Unser nächstes Opferlamm ist den weiten Weg vom kriegsgeschundenen Großstadtplaneten Promethea hergekommen. Bitte begrüßt jetzt! Dave! Was macht ihr denn da? Oh, verstehe er. Ja, er reibt sich das Bäuchlein und zeigt auf seinen Mund. Das soll heißen, er hat Hunger. Markentreue ist alles, Dave. Hoffentlich hat Dave Appetit auf Sägeblätter. Denn die gibt es heute. Das ist kein gutes Zeichen. Es gibt weiteres ruhmreiches Blutvergießen im Namen unserer geliebten Kalypsos. Denkt daran, ohne eure Iridium-Spenden bleibt ihr vielleicht zurück, wenn wir die große Kammer öffnen. Bald gehen diesen Wahnsinnigen die eigenen Leute zum Töten aus. Hol Tennis daraus. Dieses mörderische Ritual läuft schneller ab, als ich erwartet habe. Ich habe wie gesagt noch ein Ass im Ärmel, aber ich würde lieber darauf verzichten. So, was ist denn dein Ass, Tennis? Ich sehe was, was du nicht siehst! Was du draufwegst. Ja, jetzt geh ich drauf. Die Augen auf!
könnte mal wieder Munition gebrauchen. Ich sehe gerade, die Schrotflinte ist gleich leer. Liegen ja hier zum Glück genug Blutkisten rum. So, müsste besser sein. Weiß jetzt nicht, wie viel in der Folge hier von meiner Stimme weniger gehört habe, weil die Musik so laut war. Aber irgendwo hier ist noch ein Claptrap. Hier war doch eine Leiter, ja. Gut, der hat sich die Kante gegeben. Wir müssen alles wieder hochstellen. Nur die Musik muss leise bleiben. So. Jetzt hört man wieder die Soundeffekte. Da ist das Ding, was ich suche. Okay. Eines Tages blickte ich von einem großen Haufen auf und sehe, wie diese Lady mich anstarrt. Mann, das war vielleicht ein Hingucker. Entschuldigung, sagt sie. Ich suche Typhon de Leon. Da bin ich direkt aus dem Scheißloch rausgesprungen und hab gesagt, Baby, er steht vor dir. Wer bist du denn? Ich bin Leda, sagt sie. Ich suche einen Führer. Und ich antworte, alles klar. Ich werfe nur noch diese Kacke ins Silo und wir können los. Leute, wir nähern uns dem großen Opfer, auf das ihr alle gewartet habt. Die ketzerische Wissenschaftlerin, die es gewagt hat, herauszufinden. Komisch, wir scheinen technische Schwierigkeiten zu haben. Kammerjäger, der Stream wurde gerade abgebrochen. Was ist da unten los? Ich weiß nicht, aber Tennis beschwert sich bestimmt nicht darüber. Tut mir leid, Leute. Nur ein paar technische Problemchen. Vielleicht hat sich wieder jemand an der Antenne erhängt. Aber dank Terror sind wir zurück. Und nur wenige ruhmreiche Tode trennen uns noch von unserem großen Opfer. Und ich habe die Vermutung, da kommt gleich ein Bossfight. Den gesamten Gilliban-Clan durch ein feines Gitternetz. Offenbar haben wir einen Spätzugang, Leute. Das ist der Hammer. Jeder kennt sie, hasst sie, will sie fressen. Ein Kammerling. Gut. Seltsam, dass hier das Fest wegfährt.
Normalerweise schießt man ja dann auch. Ach, bitte. Und alles, was sonst noch kreucht und fleucht. Wir sind den Showdown eures Lebens. Auf der einen Seite ein Kammerdieb. Auf der anderen Seite die schrecklichste Maschine, die je von Menschenhand gebaut wurde. Kalivora! Die erste Regel des Showgeschäfts. Wenn du nicht mithalten kannst, bleibst du im Staub zurück. Terror! Haut drauf! Ich glaube, ich habe die Schwachstellen dieses Monstrums identifiziert. Es ist trotz seiner Masse sehr schnell. Um es auszubremsen, musst du die Treibstoffzufuhr zerstören. Ich hab doch jetzt alles kaputt gemacht. Was man kaputt machen könnte, oder? Da vorne, das Ding muss ich noch kaputt machen. Ach, jetzt muss ich hier drauf schießen. Leute, wir machen kurz Pause. Bring diesen Kalypso verdammten Schrotthaufen zum Laufen. Sofort, ihr Idioten! Spitze, Kammerjäger. Geh jetzt an Bord und rette Tennis. Gut, dann würde ich aber sagen, gehen wir in der nächsten Folge da rein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.